Hallo, Bracket hier. Wir kämpfen hier gerade in diesem langen Schacht, der gerade nach oben geht, gegen böse Sentry Guns, die sich... Ja, da seht ihr sie. Da seht ihr die roten Strahlen. Wahrscheinlich hätte ich den nicht hochfahren lassen dürfen. Oh, galalalalala. Und ich versuche die jetzt mit Granaten fertig zu machen, weil die Granaten lagen da unten. Und generell, immer wenn irgendetwas dem Spieler vorgesetzt wird, dann bedeutet es ja meistens, dass er das gebrauchen kann. Oh ja, da habe ich ein paar erwischt. Okay. Jetzt haben wir noch rote Strahlen da von links. Okay, okay. Ah, hallo. Wieso kann ich dich nicht zerstören? Das ist anscheinend eine Sentry Gun direkt neben mir hier. Oh, runter, runter, runter. Oh ja, hallo. So ist gut. Okay, ich will das jetzt nicht verfrüht loben, aber... Ja, die Todesfalle ist entschärft. Die Todesfalle ist entschärft. Meine Güte, wie viele von denen waren das denn? Also wenn man nur nach diesen Laserpointer-Fallen da ausgeht, ist ja schon so 6, 7 Stück. Und eine reicht ja normalerweise, um mich komplett zu verärgern und den Entwicklern des Spiels den Tod zu wünschen, ja. Schlimm, 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 solche Waffen. Uiuiui, ich weiß gar nicht mehr, ob die im originalen Half-Life so prominent waren. Oder beziehungsweise, ich glaube, die gab es gar nicht. Ich glaube, es gab nur diese Deckentürme. Aber ich kann mich da täuschen und lass mich da gerne korrigieren, weil, ich erinnere mich nicht mehr an wirklich viel vom originalen Half-Life. So. Kann ich dann davon ausgehen, dass es hier zwei gibt? Eins links und eins rechts. Oder sind das die da vorne? Das sind... Ja, das könnte einer von denen sein. Okay. Ja. Ich habe ihn nur nicht getroffen. Da wünschte ich mir jetzt, ich könnte dieses Autochen alleine fahren lassen. Das wäre relativ nett, oder? Okay, okay. Jetzt bin ich doch hier. Jetzt müsste ich doch eigentlich sicher sein von dem Ding. Zumindest relativ. Oh, okay, okay. Bist also noch an mir interessiert? Das ist ja auch okay. Okay, da ist er down. Das Ding ist noch an, okay. Müssen wir also nochmal gucken, ob hier noch irgendwo einer an der Seite vielleicht steht. Die dann fieserweise das Feuer auf mich eröffnet. Ich weiß gar nicht, warum die... Ach so, okay. Oh. Hallo. Ich auch. Komm, Susi. Lass uns spielen. Oh. Der arme Soldat. Was? Clear? Willst du mich verarschen? Ich habe mir gerade deinen Kumpel erschossen und du sagst clear. Ja. Keine Moral mehr hier im Militär. Keine Kameradschaft. Clear, ja. Ich bin jetzt hier alleine. Das meine ich doch. Es ist doch damit gemeint, oder? Was haben wir denn hier noch so? Also hier komme ich auf jeden Fall nicht mehr weiter, weil hier stehen so viele Wegelchen im Weg. Das ist also ganz gut, dass ich meinen verlassen habe. Oder mein Wegelchen verlassen habe. Weiß, was passiert wäre, wenn ich hier reingefahren wäre. Oh, das sind nur Rohre. Ich dachte schon, das wäre sowas wie ein Raketenwerfer zum Beispiel. Ja, wo ist denn mal Raketenwerfer? Und von den Dingern habe ich auch schon wieder genug. Okay. Es geht relativ schnell. Also die Munitionsanzahl ist relativ überschaubar, die man mit sich rumschleppen kann. Also für ein Actionspiel jetzt hier. Was steht denn da? Die Freeman! Selber, ja. Das ist die akademische... Das ist das, was man akademisch dazu sagen sollte. Okay, Granatwerfer!
sehe keine Granaten, aber hey. Anscheinend sterben Leute. Okay. Ich bin da mehr den Effekt gewöhnt vom ersten Half-Life, wo du richtig die Granate fliegen siehst. Im hohen Bogen und ja. Da kämpfen also Soldaten gegen Vortigaunts und ich glaube fast, die sind alle tot mittlerweile. Ja, müsste eigentlich so sein. Es müsste der letzte gewesen sein. Sag ich ohne Grund zu haben. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, es müsste der letzte sein. Es wäre fair. Speichern wir zur Sicherheit nochmal, ja. Man kann Speicherpunkte höchstens nicht brauchen. Okay. Ja, neutralize Freeman. No sign of hostiles. Hier ist nur alles voller Gedärme. Eieiei, was habt ihr für... Oh, meine Fresse. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Okay. Hey, ich will die beiden. Ich will mehr als eine Waffe. I got your back. Ja, das ist ein Top Security Guard anscheinend mit seiner ja, Weste, der Schrotflinte und allem. Jetzt muss ich auf ihn aufpassen auch noch. Jetzt, ich würde mich nämlich schlecht fühlen, wenn der stirbt wegen mir. Ah, oh, okay, davon ist... Doch, doch, da vorne wird es schlechter, als es eh schon ist. Aber... Haha, Headshot. Das geht schon. Ich bin der Freeman, die haben keine Chance. Erst wenn du stirbst mal. Hm, okay. Scheint keiner mehr da zu sein. Das wäre auch die optimale Situation gewesen, um uns in den Rücken zu fallen. Aber niemand hat's getan. Oh, hallo. Leere Dosen im Kühlschrank. Wieso? Wieso? Und da oben Pizza, ne? Nee. Ich wünschte, es wäre Pizza. Oh, hallo. Are we gonna go anytime soon? Nein. Ich habe gerade festgestellt, dass ich Schränke aufmachen kann. Das erste Spiel, in dem ich das gemacht habe, war, glaube ich, Max Payne, vielleicht? Also, in dem ich bewusst... Komm mit. Schränke aufgemacht habe. Als Hauptbeschäftigung. Ja. Dann glaube ich, Max Payne. Oh, hallo. Hättet ihr nicht ein bisschen früher kommen können? So, als die Soldaten hier waren, zum Beispiel... Oh, was haben wir denn? Hast du gerade mit mir geredet, Freak? Ich wollte schon sagen, was haben wir denn hier? Es sieht aus wie so ein Satellit, hä? Und hier ist auch das Lambda. Des Lambda-Teams. Das Lambda des Lambda-Teams, ja. Genau. What the hell is this? Oh, oh. Jetzt fühle ich mich schlecht, ja. Jetzt fühle ich mich schlecht. Du arme Sau. Ihr Wichser. Du Penner. Okay. In dem einen Büro war ein dickes Medipack. Ich glaube, das hat eine andere Färbung, ja. Das muss also mehr Lebenspunkte bringen. Was es vielleicht auch tut. Vielleicht ist es auch vergiftet. Das kann auch sein. Aber das war gemein. Hatte ich gerade wieder einen Freund gefunden, der sogar... Oh. Okay, das wäre der Weg gewesen, wie ich damit hätte umgehen sollen. Da muss man mich doch mit der Nase draufstumpsen, wie ein Hund, der nicht stubenrein ist. Also das kriege ich von alleine nicht raus. Ich höre Schritte, das könnten auch meine eigenen sein. Na, unten ist ein bisschen... Oh, hallo. Ist ein bisschen was. Vielleicht sollte ich diese Hebelchen schon mal provisorisch umlegen. Nee. Anscheinend nicht. Ich fände es immer noch cool, wenn man sich von denen absichtlich hochziehen lassen könnte, damit man Weg spart, ja. Oh, habe ich ganz schön Munition verbraucht, bevor ich dann auf den Granatwerfer gewechselt habe. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich auch tot wahrscheinlich. Aber das war schon eine ordentliche Gruppe an Leuten. Beim nächsten Mal verspreche ich es dir, freundlicher Wachmann, beim nächsten Mal
überlebst du. Also bei meinem nächsten Mal durchspielen wahrscheinlich dann. Ja. Weil jetzt weiß ich ja, wie es geht. Okay, hallo. Hallo, Portal. Wo bist du? Wahrscheinlich da. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch hier unten. Oh ja. Was? Du bist doch nicht tot. Böses Tier. Okay, hier komme ich nicht rein. Ah, hallo. Damit können wir diese Tür hier öffnen und dann komme ich bestimmt irgendwo hin. Ja, irgendwo. Das ist das, das richtige Wort. Und hier ist schon wieder immer diese Suppe. Bäh, 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 bäh. Böses Tier. Böses, böses, böses Tier. Böser Bullsquid. Und falls jetzt wieder Wissenschaftler kommen, weiß ich ja, wo das Maschinengewehr ist. Der Maschinengewehrpost. Dann habe ich... Die hatten dieses Maschinengewehr und haben mich nicht erschossen. Ja, was seid ihr so schlecht? Ihr seid Anfänger. Das ist ja peinlich. Absolut, ja. Was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Räder. Ist das die Rakete? Ja. Hallo. Okay. Wo bist du? Ich will dir auch heftiges Feuer geben. Oh, die Tür ist zu. Wollt mich ja wohl verhunepiepeln hier. Okay, speichern und erkunden. Ja, es ist wieder diese mehrere Ebenen mit oben und unten. Okay. Alle Arbeitsplattformen müssen runtergelassen werden, bevor man die Rakete abschießen kann, also losschicken kann. Ich will eigentlich ungern kämpfen, während ich an einer Leiter hänge. Da oben war doch einer, oder? Weil wenn mich meine Counter-Strike-Zeit oder meine Half-Life-Zeit irgendwas gelehrt hat, dann ist es das. Wenn du an Leitern hängst, triffst du nichts. Und wie lasse ich diese Dinger hier runter? Diese Plattformen, wie kann ich die... Kann ich die herunterlassen irgendwie hier? Muss ich vielleicht die Türen zumachen? Was steht denn hier noch so? Ah, ja, okay. Ah! Okay, okay. Ich verstehe. Dann muss ich in jede Ebene gehen und das machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.